Herzlich willkommen zum Rostocker Stadtspaziergang, zu einer neuen Ausgabe. Ich bin wieder unterwegs in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Gerhard Weber, dem Archivar, Fotografen. Lieber Gerhard, wohin führst du uns denn heute? Zum Mecklenburger Hof, also zu dem Standort, wo der Mecklenburger Hof war. Das war jetzt hier ganz in der Nähe. Wir sind jetzt hier beim Steintor. Da ist das alte Sozietätsgebäude, was später mal Museum gewesen ist. Und auf dieser frühen Aufnahme sieht man deutlich, was eigentlich unglaublich ist, wie verkrautet dieses ganze Areal war. In der letzten Folge haben wir ja das Stadttheater gehabt. Auf diesem Bild ist das Stadttheater noch gar nicht zu sehen, es war noch gar nicht gebaut. Und dann müssten wir gleich weitergehen. Dann gehen wir mal los, ne? Ja. Hier siehst du wunderbar diese Sozietät. Wir sind ja diesmal wieder mitten in der Stadt, aber im Moment ist hier überwiegend Baustelle. Auch das war an dieser Steintorkreuzung schon öfter. Hier ist das ehemalige Sozietätsgebäude und hier stand früher der Mecklenburger Hof, ein bekanntes Rostocker Restaurant. Und hier habe ich dir meine Aufnahme gezeigt, wie schmal die August-Bebel-Straße, damals Friedrich-Franz-Straße, gewesen ist. Das war also ein recht vornehmes Restaurant, nur meine Urgroßmutter fand das nicht so. Als ihr Enkel sagte, er möchte gerne Koch werden, sagte Frau Bankdirektorin Witwe Weber zu ihm: Hans Heinrich, wenn du dann in deiner Kluft vor dem Mecklenburger Hof stehst, kenne ich dich natürlich nicht. Warum nicht? Das war eben unter dem Stand. Hier habe ich meine Innenaufnahme. So sah das früher aus in den 20er Jahren. Und an der Seite, da war auch ein Garten, wo also Konzerte stattfanden und draußen konnte man da essen. Ich kenne diese Anlage nur noch so als Gerümpelplatz. Einmal stand sogar in den frühen 50er Jahren ein Rennwagen da, so eine Art Silberpfeil. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt das nächste Mal hingehe, steht er wieder da, der war da aber abgeräumt. Den hatten die da bloß untergestellt. Für die jüngeren Rostocker ist ja bekannt der Mecklenburger Hof als Gastmahl des Meeres. Da habe ich sogar noch Erinnerungen dran. Auch, ja. Das war ja nur wirklich, also man sagen, DDR-weit bekanntes Gastmahl des Meeres durch diesen Koch Kobrot, dieser Fischkoch. Ja, der war bekannt. Nicht? Das war natürlich ein bisschen eigenartig drin, dem Bau geschuldet. Das Essen wurde unten bereitet, unten waren die Küchen. Dann wurde das mit einem Handaufzug nach oben gezogen. Die Gerichte wurden dann an der Garderobe vorbei in den Saal getragen. Also das war schon recht kurios. Warst du mal drin? Hast du da mal gegessen? Ich habe da mal gegessen. Das war ja nicht schlecht. Das war ja auch so ein fast, heute würde man sagen, Geheimtipp. Es gab auch nicht viel anderes, nicht? Das Gastmahl des Meeres. Und da ist man dann hingegangen. Es war ja ein bisschen wüst gestaltet nachher. Also so, ja, also mein Geschmack wäre es nicht, nicht. Es war ein bisschen eigenartig. Aber doch schade, ne? Weißt du, warum es abgerissen wurde, warum es nicht mehr da ist? Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, weiß ich auch nicht. Also warum sie es weggerissen haben. Ja, hier wird ja immer mehr die Straße verbreitert. Das stand dann nachher auch schon direkt hier vorne. Und dann sollte ja alles Mögliche hier schon gebaut werden. Und jetzt soll ja auch wohl tatsächlich diese Wohnanlage hierher kommen. Ja, es war ja auch schon mal das vielleicht, was hier museal auch mit rüber genutzt wird. Also wir werden sehen, was da passiert. Du hast so viele Fotos. Woher hast du diese Bilder eigentlich alle? Ja, ich habe früh angefangen. Mich hat das interessiert. Die Alten haben immer davon erzählt, das sah so aus und so sah das aus und Doa wir die und Day wir Doa, nicht? Und da habe ich gedacht, was erzählen die immer? Das möchte ich mal als Bild sehen, mir mein eigenes Bild machen. Und dann habe ich angefangen, 1963 so Bilder zu sammeln. Und wenn uns jetzt Zuschauer hier sehen und sagen, wir haben auch noch Bilder, können die sich auch... Ja, ich stehe im Telefonbuch. Also, liebe Zuschauer, wenn das nichts ist, wenn Sie mal alte Fotos noch bei sich zu Hause haben, kramen Sie doch auch mal in Ihren eigenen Archiven. Gerhard Weber ist dankbar und schaut sie sich gerne an und kann Ihnen vielleicht auch das ein oder andere sagen, was sich auf dem Bild befindet. Das war der Stadtspaziergang, der Rostocker Stadtspaziergang für heute. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei waren und sage an dieser Stelle auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.